Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Servus und hallo, liebe Leute, weiter geht's. Willkommen zurück zu We Are Football. Wir starten gleich mal in die neue Woche rein. Es geht gegen die Würzburg Kickers und ja, klarerweise sind die Haushoher Favorit. Die sind letzt in der Tabelle und natürlich, immer wenn wir Favorit sind, klappt's nicht so geil. Schauen wir mal rein. Wir haben Weiterbildung und dann haben wir auch noch Mitarbeitersuche, denn ich habe gesehen, hier drinnen haben wir nur einen Ehrenamtlichen und gerade da ist die Kacke am Dampfen in der Infrastruktur, im Gebäudemanagement. Ja, verstehe ich auch so ein bisschen, weil wir graden ja doch immer wieder das eine oder andere ab. Es wird zwar durch Geisterhand sofort abgegradet, das heißt, eigentlich sollte der nicht viel zu tun haben, aber ja, wie gesagt, ist nur ein ehrenamtlicher Mitarbeiter, deswegen ist er vielleicht nicht ganz so geil geschult und bräuchte vielleicht da ein bisschen Unterstützung, was das Ganze betrifft hier. Ehrenamtlicher Mitarbeiter. So, was ich jetzt noch schauen werde, ich gehe mal auf Mitarbeiter abwerben und schauen wir mal, ob das irgendwie auch ganz geil sein könnte. Suchen wir erstmal abwerben und dann einen neuen Mitarbeiter suchen. Dann machen wir auch abwerben und suchen. Leider steht auch hier nicht, welcher Mitarbeiter das ist. Muss man sich einfach merken, an welche Position man wen reingezogen hat. Speichern wir uns das Ganze noch einmal und dann schauen wir rein. Wir gehen auf aktive Erholung und da auch auf aktive Erholung einen kompletten Regenerationstag. Why not? So, jetzt sind wir beim Abwerben. In der Infrastruktur. Gebäudemanager. Ömer Deutsch. Aha. Der Ömer Deutsch, der Stufe 12, also schon richtig gut. 500.000 Gehaltswunsch ist ein bisschen pervers. Die haben alle so mega Gehaltswünsche. Selbst der schlechteste da unten hat ja einen krassen Gehaltswunsch. Ich würde jetzt mal mich aus dem Fenster lehnen und tippen, dass es damit zu tun hat, dass man die abwirbt. Dass es deswegen so teuer ist. Eher wäre, naja, Mitarbeitergeschichte ist auch nicht so gut. Und ich brauche jetzt keinen Mega-Gebäudemanager. Also ich gehe da mal raus. Aber gut, wir merken uns mal. 290 würde der Schlechteste wollen. Ja, da sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus. Das ist schon ein bisschen verlockender hier. Da kriegt man das gleich in einem anderen Kontext hin. Also dann ist mir 110 gar nicht mehr zu teuer, wenn ich mir denke, was die anderen so verdienen. ja, schon krass. Die sind halt kacke. Also ich gucke immer auf Fleiß und auf die Fähigkeiten und natürlich auch auf deren Stufe. Und hier ist zum Beispiel eine Minus-Teamführung. Ich weiß nicht, ob die daran arbeiten können und irgendwie besser werden in der Teamführung. Ich habe noch nie einen Mitarbeiter gesehen, der da irgendwie ein Level-Up hatte. Die hatten entweder nur ein Level-Down, stufentechnisch, aber noch nie ein Level-Up und auch noch nie an ihren Fähigkeiten gearbeitet. Also ich glaube, die haben die halt einfach. Das wäre so Worst-Case, scheiß Teamführung und absolut kein Fleiß. Also da können wir auch gleich ohne bleiben. Der Ahmed, den brauchen wir nicht unbedingt. Joa, jetzt ist halt die Frage, wo das beste Package wäre. Laurentin Hackel hat halt einen nicht so guten Fleiß. Ist aber wahrscheinlich besser als alles andere, was wir so haben. 110 ist schon ein bisschen teuer. Fleiß 8, aber nur 2 Fähigkeit. Ja, schauen wir uns den Hackel an und werden wir da die Vertragsdauer bitte ein bisschen länger machen. Laurent Hackel. Und dann klatschen wir das Jahresgehalt runter. Schauen wir mal, ob das irgendwie akzeptiert wird. Offenbar nicht so krass. Ich kann auch nicht mehr entgegenkommen. Auch sehr interessant. Okay, 75.000.
viel Spielraum sehe ich nicht mehr, ja. Ja, touché. Forderung zu akzeptieren. Passt. Schauen wir mal, vielleicht kriegt ihr das besser in den Griff. Da sind wir wieder beim Abwerben und auch hier wieder ziemlich teuer. Aktuell beim VfB, ja, eigentlich bräuchte man so wen, oder? Finanzen, einen Schwaben für die Finanzen. 400.000 und 80.000, ja klar, okay, alles klar. Alles klar, 80.000 geben wir aus, die möchte 310.000, wäre richtig gut, aber auch richtig teuer. Gehaltswunschtechnisch sind die alle echt gut dabei, muss ich ehrlich sagen. Wer hat noch relativ mieses Gehaltsvorstellungen? Relativ mieses Gehaltsvorstellungen. Genau. Aber ist halt auch nicht mehr wirklich der Beste. Und der Fleiß ist auch nicht so gut. Die Teamführung ist auch kacke. Bei dem wäre Fleiß ein bisschen besser. Ist von der Fähigkeit her aber schlechter. Für das eine Fleißpünktchen dann die ganzen Fähigkeiten aufgeben, sehe ich halt auch nicht. Wäre interessant, ob wenn man Reden haltet, ob dann zum Beispiel der Fleiß höher wird. Einfach mehr Reden schwingen, so jeden Tag eine Rede. Vielleicht hilft das. I don't know. Ja, und dann wird es aber schon mit Stufe 6 halt schon kacke. Also nö. Dann schauen wir uns noch die 9 an. Fleiß 2. Ja, wow. So what? Man, vielleicht kriegen wir den günstiger als unseren jetzigen. Aber der Fleiß ist halt genau gleich kacke. Verhandlung, Entscheidungsfreude, Loyalität versus Teamführung, Loyalität, Verhandlung und Frusttoleranz. Mies Mitarbeiter. Also sie können alle keine Mitarbeiter führen, geil. Und dann wird es halt schon kacke, also nee. Nö. Leider nicht. So, wir sind im April drinnen gegen die Würzburg Kickers. Den letzten. Wir wissen alle, wie das Spiel ausgehen wird. Ja, Leitch, Pfeiffer, haben sich die was überlegt beim Aufstellen? Naja. Schulinov, weil Hack gelb-rot gesperrt ist. Oh, da gab es gar keine Möglichkeit, da Einspruch zu erheben. Okay. Ach, kann man nur bei einer direkten roten Einspruch erheben, wisst ihr das? Bei gelb-rot dann offenbar nicht. Ist das so? Wir sind übrigens relativ erholt, aber eine dritte Erholungseinheit hätte uns wahrscheinlich noch besser getan. Dann erholen wir uns halt die ganze Woche nur, aber ja. Wäre vielleicht eine Idee gewesen. Ja, ich glaube, ich gehe einfach jetzt so rein. Ich glaube, wir gehen einfach so rein. Angriffsfußball, extrem offensiv. Gehen wir vielleicht auf offensiv einfach nur mal für den Anfang. Gegenpressing machen wir variabel und da sind wir auch variabel. Da kann ich gerne noch eins weiter drauf gehen beim Konter. Und dann sage ich let's go. 11 Millionen zu 31 Millionen. Ach, und Fokus können wir oder irgendwas anderes können wir auch noch verteilen. Komm, hau mal die Fokuspunkte weg. Ja, machen wir das, denn so viele Spieler gibt es ja nicht mehr. Ich glaube, 6 oder 7 Spieler noch. Und wir sind immer scheiße gegen schlechte Gegner, also wieso nicht fokussiert spielen. Let's go, gelbe Karte. Handwerker spielt ab, nach einer Schwalbe, Schuss geht irgendwo hin. Geil, es schießt irgendwo hin.
Wow. Das Spiel ist bisher so spannend wie die Super-8-Aufnahme von meinen Kindergeburtstagen. Sagt das unser toller Co-Trainer? Ist das die Flachpfeifer-Co-Trainer? Okay, Ecke für die Falschen. Klong an die Lade. Gelb-Rot. Und trotzdem greifen sie an. Geiliger und unangenehmer Gegner. Hallo. Aufwachen, Leute. Guten Morgen. Nürnberg. Oh ja, noch ein Folgentitel. Rache schießt, trifft und zählt sogar. Ich dachte, es kommt wieder irgendwie der Videohansel um die Ecke und sagt, ich weiß ja nicht. Ein Bomb für Klimowitz. Boah, passt sogar. Der hat sogar gar nicht mal so viel Lack gesoffen. Ich werde aber den Bäcker austauschen. So rum machen wir das. Hier 6-9, hier 6-6. Ja, okay, cool. Dann ist er halt auf der rechten Seite wirklich besser, weil er einen guten rechten Schlappen hat. Versus Klimowitz, der wird ein bisschen schlechter. Okay. Okay, gut zu wissen mit links und rechts. Okay. LAV Mola. Ups. Ups, was mache ich denn? Muss ich ja den Galic da reinbringen? ja, der Galic wird jetzt Man of the Match. Und ansonsten Adams nicht mehr ganz so fit. Sollen wir da den Pfeiffer reinhauen? Gelbe Karte Tio. Freistoß Geis. Direkter Schuss und trifft rein. Was? Ja, wollte ich schon sagen, Alter, wenn das Abseits gewesen wäre, wie kann denn ein direkter Freistoß Abseits sein? Alter Köhler. Oh mein Gott, ich dachte, du verstehst das von deinem Fach. Eieieiei. Steht da, warum das überprüft wurde? Nee. Nee. Pff, alter Schwede. Alter Schwede. Also ernsthaft, das zu überprüfen, da ist der Köhler aber schon ein bisschen lost. Naja, anyway. Ein Sieg. Überragend. Also anders. Die erste Halbzeit war richtig grottig. Die zweite ist besser geworden, dann als wir dann die lustigen Leute eingewechselt haben. Wie den Galic da zum Beispiel. Der hat sich auch gleich eine Gelbe abgeholt. Der hat gleich richtig gut performt beim ersten Spiel. Geis mit einer 1-0. Geis ist halt einfach gottgleich. Ob ich ihn loben soll, weiß ich nicht. Sonst sagt er wieder, wird aber schon langsam langweilig. Da muss man wieder schnell reagieren. Leistung der Mannschaft heute gesehen. Ergebnis, Leistung, Mannschaft. Gut. Ist okay. Verhältnis zum Präsidium. Vertrauen. Stark. Und Ziel für die nächsten Spiele. Auf jeden Fall Sieg. Ja. Beliebtheit, Öffentlichkeit. Gesoffen oder was? Was, wieso soll ich denn keinen Sieg anstreben? Okay, schauen wir mal die Tabelle an. Wir führen, weil der HSV geparzt hat, die Penner. Haha, glückliche Darmstädter, die auf der 6 sind. Sehr schön. Halten uns den HSV ein bisschen ab. Das ist super. Hannover hat knapp gewonnen. Buhu. Bochum hat verloren. Yay. Nicht schlecht. Gläuter Fürth hat auch verloren. Was ist denn hier los? Ja, nice. Nice. Darmstadt kommt ein bisschen ran, aber es wird sich zwischen den ersten fünf, glaube ich, entscheiden. Ich glaube, kommt aber zu spät die Aufholjagd von Darmstadt. Ja, Würzburg Kickers. Sorry. Über einen glücklichen Sieg freuen. Hat es da wieder mal wo reingeregnet, ha? Huh?
Vertragsangebot. Kufnuflika würde sie jetzt gerne verpflichten. Kufnuflika, 1. Liga Kroatien. Kapazität 5000. Vergleich mit aktuellen Vertrag. Richtig viel Gehalt. Huiuiui, wenn man was leisten könnte ums Gehalt, wäre es ja richtig geil. Nee. Wenn sie ablehnen, bleiben sie bei Nürnberg. Genau. Sie dürfen aufgrund der Managerstufe nur eine Option wählen. Genau, die Sache. Ich habe ja drinnen im aktuellen Vertrag, dass ich kann nach 6 Monaten jederzeit gehen. Genau, das habe ich drinnen. Nee, ich lehne definitiv ab. Auf jeden Fall lehne ich ab. 11. Platz. Nö. Spielerneubewertung. Ragnar Ache, neue Stufe. Von 8 auf 10? Wieder Bewertungen? Ernsthaft? Ja, wie geil ist denn das? Wie geil ist denn das? Ragnar Ache, da steht aber noch eine 8,1. Ist es jetzt nur er oder die anderen auch? Hallo? Okay. Keine Ahnung. Schauen wir uns gleich an. Wir gehen auf nächstes Spiel als Schwerpunkt. Und Passspiel. Adams, wir können nicht die ganze Zeit die fördern. Machen wir den Finn Ole Begger. Hübenberger. Wir speichern das Ganze ab. 6, dann bleiben wir der Linie treu hier. Und dann schauen wir uns mal ganz kurz den Herrn Rache an. Rache. 9. Stärke 9. Hä? Der war doch auf Stufe 10 gerade. Check ich nicht ganz, aber okay. Offenbar richtig gut vorangekommen. Hat ein halbes Level, glaube ich, gut gemacht. Der war doch irgendwo da. Bei dem Strich. Ja, nice. Ja, okay. Nicht schlecht. Herr Rache. Dies ist natürlich super. Du hast keine Ausstiegsklausel. Das ist sehr gut. Damit bist du marktwerttechnisch beim Hack da vorne. Ja, geil. Sehr schön. Ich probiere mal ein Gespräch zu vereinbaren und ihn mal vorsichtig zu loben. Nicht, dass wieder heißt, nee, wird schon langsam peinlich. Und beim Geist wollte ich das ja auch machen. Genau. Irgendjemand, der gerade eine Kackform hat? Oh, Kretschmer. Was ist denn mit dir genau verkehrt? Weil du nie spielen darfst? Galic, du hast spielen dürfen, also. Du hast ja gar keine Ausrede. Und vom 7 Handwerker. Ja. Lassen wir erstmal so. Gut, keiner hat sich verletzt. Das ist ja perfekt. Ausgezeichnet. HR. Probieren wir mal eine Rede. Das wollte ich eh mal ausprobieren. Okay, und den einen Hannes haben wir jetzt eingestellt für Gebäudegeschichten. Okay. Muss ich da noch irgendwas upgraden? 258 von 280. Ja, in die Second Now. Werden wir wahrscheinlich wieder raufgehen müssen. Okay, schauen wir uns mal ganz kurz nochmal die Mitarbeiter an. Das ist. Ja, ne? Gehen wir da mal auf 12 und auf 7 von mir aus. Das ist so pervers. Das ist so pervers, was da abgeht in den Geschichten.
Okay. Passt. Spieler schicken, Fanclub besuchen, Fanclub beschenken. Beschenken wir mal den Fanclub. Und dann, da unten können wir auch noch irgendwen besuchen. Effekt 50%. Da wird schon ein bisschen schlechter. Aber machen wir das noch. Dann sprechen wir das ganze Geschichtel nochmal. Persönliches Weiterbildung, natürlich. Ich würde gerne mal wieder die Jugend besuchen, ohne dass es heißt, also der Jugend ist schon langsam unangenehm, dass ich so oft vorbeikomme. Aber ich möchte auf jeden Fall da weiter zugucken. Valvorik, immer noch 16. Okay, schade. Gut, 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 gut. Gut, 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 gut. Nächstes Spiel ist in 5 Tagen. Ihre Gesundheit ist völlig fertig. Ja. Stimmt, draußen hat es 34 Grad Hitze. Ich bin wirklich völlig fertig. Position Datenanalyst. Nö. Da machen wir eine aktive Erholung. Da machen wir eine aktive Erholung rein. Let's go. Rache, Aktion, Loben. Verhalten, Entwicklung. Deine Entwicklung ist positiv. Freut sich über die Unterstützung. Training war anstrengend. Anstrengende Woche, Alter. Ihr habt voll die Erholung am Ende. Geiles Loben. Leistung. Letztes Spiel war super. Freut sich übers Lob. Pass auf, am nächsten Tag kommt dann wieder. Also langsam fühlt er sich schon ein bisschen verarscht, dass ich so oft mit ihm rede. Kritisieren, Leistung. Ich will seine Form kritisieren, nicht seine Leistung. Du wirkst unzufrieden. Er würde am liebsten woanders spielen. Idiot. Galic, kritisieren, Entwicklung, genau, musst mir aus dir herausgehen. Dankeschön. Rede halten, ich möchte mich persönlich vorstellen, wie wär's damit im April? wir werden auf jeden Fall unser Ziel am Ende der erreichen. Ich weiß nicht, ob sich die nicht dann verarscht fühlen, wenn wir das sowieso erreichen. Wir werden aufsteigen, daran habe ich keinen Zweifel. Rausknutzen. Komm, die Rede wird positiv aufgenommen und steigert die Motivation des Mitarbeiterteams. Dasselbe würde ich auch irgendwie gern meinen. Ja, schon wieder ein Lob, genau. Dasselbe würde ich auch gerne meinen Spielern mal sagen. Aber abseits vom Party organisieren gibt es da irgendwie nichts, um die Mitarbeitermotivation hochzuhalten. Teammotivation. 17, er kommt sich kontrolliert vor. Markreiter Erkältung. Den brauchen wir eh nicht unbedingt. Und dann geht's gegen Kiel. So eine Party am Ende des Jahres wäre ganz cool. Okay, gut. Was machen wir? Und Galic ist dabei. Bin übrigens am Überlegen, ob ich den Appel nicht wieder in die zweite Mannschaft baller. Muss ich ehrlich sagen, weil so richtig Chancen sehe ich ja nicht für den, dass der da spielen darf. Ehrlich gesagt. Gut. Churlinov, Hack wäre wieder
wäre wieder da. Und der ist auch nicht ganz fit. Also irgendwie auf 100% geht's, glaube ich, gar nicht. Dass die wirklich 100% motiviert sind oder fit sind. Okay. Hack Ache auf jeden Fall mit seiner neuen Superstärke hier. Der muss spielen. RAS, Dovedan oder den Schleunzi. Ich lasse mal den Schleunzi spielen, solange er noch da ist. Bagger, Geis, Handwerker, Tür, Kraus da hinten. Der hat schon wieder gekifft, unser Co-Trainer. Weil der Bayer Gelb-Rot-Sperre hat, lässt er den Kraus da hinten spielen. Okay. Ja, natürlich. Gott, ist der immer besoffen, der Co-Trainer. Eieieiei. Übel. Team Handwerker, was kannst du eigentlich im Moment positionstechnisch, weil du eigentlich immer da hinten spielst, LAV-technisch, ist das auch deine beste Position? War das immer schon so oder hat sich das jetzt geändert bei dir? Wäre mal interessant. Kann er ja mal in die Kommentare schreiben. Klimowitz ist am plattesten. Der hat ausgiebig 6 gehabt wahrscheinlich. Dann werden wir erstmal den Sing eventuell. Sing oder Bomb? Wir haben eh den Bomb. Dann lassen wir Bomb spielen. Passt schon. Kontrollierte Offensive. Wir gehen auf Offensiv. Yay. Da auf ein bisschen mehr Prozente. Und dann würde ich sagen, Nürnberg Holstein Kiel, die sind 8er. 25 Millionen. Ach, die haben den Gansera. Ach, hier, da ist der Schwachpunkt attackieren. Also war kein Schwachpunkt, sondern eigentlich ein guter Spieler. Adams, kannst du mir bitte den Serra kontrollieren? Das wäre gut. Das ist der Gute. Das ist der Gute. Taktik. Und dann schon gallig und eklig. Nur auf dieser Line. Los geht's. Zu Hause gegen Kiel. Geiss. Dems drüber. Ach, Wohlfahrt, der spielt noch. Schlauen Sie gelb. Rache Schuss und trifft. Geil. Der neue Rache. Der verbesserte Rache. Ja, nice. Rache Tior. What? Was für ein geiles Tor war das? Oh, Serra schießt die Ecke. Das ist auch ein bisschen ein Fail, oder? Der beste Stürmer schießt eine Ecke. Aber okay, der Wohlfahrt. Der ehemalige österreichische Torhüter, der trifft offenbar auch ganz gut. Nein. Danke, Unbehorn. Adams kriegt gelb. Klimowitz. Schleuen Sie, Schuss, trifft rein. Tor, kein Assistent. Gut. Ein super Spiel. Die zweite Halbzeit verspricht Großes. Ja, 3:1, richtig schön. Gut. Was tauschen wir? Tion ist ein bisschen platt. Gelbmäßig sind wir auch ziemlich am Sack. Also, Handwerker, Tümmerleiter, Adams und Schleuen Sie. Die volle Palette. RAS habe ich natürlich nicht dabei. Wäre ja auch witzig, wenn das so wäre. Bomb eventuell. Ja. Haben wir dann Bomb rein. Passt. Für den einen Gelb-Dude. Jümenera. RAV. LAV habe ich mit. Ah.
Handwerker, Händwerker, Moder und ja, Mai, dann Pfeifer für Adams. Probieren wir es. Testen wir es aus. Weiß nicht, ob ich schon so weit gehen soll, dass ich sage, Hack raus und Galitsch ran. Machen wir das vielleicht ein bisschen später. Pfeiffer holt sich auch gleich mit einer gelben Karte. Wir kommen im Spiel. Geh ein bisschen runter, zweikampftechnisch. Der zeigt aber gerne Karten. Der Schiri, der will es wissen. Wir bringen den Galic. Und einen Wechsel hätten wir noch. Vielleicht Teuchert? Gelbe Karte Teuchert. Alter, dem Schiri hat ja echt reingeregnet. Sechs Gelbe und auch drei Gelbe und eine Rote. Wir hatten gerade das Tor geschossen. Tja, okay. Und noch eine Karte. Oh, warum auch nicht? Eieieiei. Steht da, wer Schiri ist? Schiedsrichter ist Mathieu Thielemann. Kann man mit dem irgendwie reden? Sagen, guter Job. Kriegst du für jede Karte, die du zeigst, ein Tausender? Na, dann ist er auf jeden Fall reich. Okay. Wir führen nach wie vor. Geil, geil, geil. Nach wie vor erster Platz. HSV ist uns auf den Fersen. Souverän auch gewonnen. Hannover hat auch gewonnen. Greuther führt nur 1 zu 1. Und die sind der Pechvogel des Tages, also hätten die eigentlich gewinnen können, Darmstadt. Bochum, die haben verloren, gegen Hannover eben. Das ist nicht so gut für deren Ambitionen. Die verlieren da wieder einen Platz gegen Greuther Fürth. Darmstadt versucht es noch irgendwie dran zu bleiben. Die haben 1 zu 1 gespielt. Ja. Und da hinten. Düster sieht's aus für die Kickers Aue und Düsseldorf. Düsseldorf, Alter. Pervers. Also, wenn die nicht den Trainer raus haben, dann weiß ich aber auch nicht. Eieiei, mit dem Team. Mit dem Team. Abzusteigen in die dritte Liga. Eieiei, also ich hoffe, dass da ein paar Ausstiegsgeschichtel-Klauseln gibt, weil das wäre schon nice, so einen Kovnacki dann zu kriegen. Wäre halt nice. Auflösung bei Abstieg? Nein, verdammt. Fuck. Warum denn nicht? Appelkamp. Bei Abstieg nein. Oh, hier, ja. Matthias Zimmermann, 8,8 RAV. Scheiß Form, 28 Jahre alt, okay. Die sind auch ausgeliehen von allen. Krass. Also eventuell. Den Zimmermann, weil gratis und weil schnell und antritt und ausdauernd. Vielleicht. Aber ziemlich sicher werden da einige auf der Liste sein. Da gibt es auch eine schöne Ausstiegsklausel bei manchen. 900.000 und der hat an Marktwert was? Muss ich da wieder da reingucken, oder? 700.000, okay. Wie schaut es denn aus mit dem Appelkamp? Hat der eine Ablöse? Nö. Kovnacki auch keine Ablöse. Okay. Aber ja, vielleicht.
kommen die ja auf die Transferliste, wenn die absteigen. Also ja, wäre durchaus cool, wenn Düsseldorf absteigt. Hätte ich ehrlich gesagt gar nichts dagegen. Bei ihm natürlich hier Erzgebirge Aue. Den Florian Krüger. Eieiei, da hätte ich schon Bock. Auflösung der Abstieg ist nicht drin. Fuck. Das wäre so ein Stürmer, den hätte ich richtig gerne. Der war viel zu teuer, aber wenn der die dritte Liga abschifft, ja, das wäre schon eine Idee. Da gibt es auf jeden Fall eine Auflösung bei Abstieg. Der ist 28. Ein 30-Jähriger. Immer die alten Säcke, die diese Auflösung haben. Zielinski, das war wieder der. Und wen haben wir noch gehabt? Die Würzburg-Kickers, ja, da werden die, werden glaube ich schon eher absteigen. Könnte ich mir so vorstellen, da gibt es gar keinen, den ich auf der Liste habe. Auflösung bei Abstieg. Du bist 33, eieiei. Keanu Staude. Hat leider keine Auflösung. Munzki. Könnte man uns natürlich von der ersten Liga dann auch anschauen, ob es da irgendwo einen Anstieg gibt. Wäre interessant, wie es bei der ersten Liga generell so ausschaut. Munzki, ja, nee. Leider nicht. Okay. Ja, schön, schön, schön. Das lief okay. Das lief gut. Großfeldspiele ausgewählt, wechseln, modifizieren. Ich habe keine Ahnung, was Großfeldspiele genau bedeutet. Wir fokussieren uns natürlich aufs nächste Spiel. Gegen Aue. Gegen Krüger und Co. Machen wir Konter. Fokus war jetzt auf wen? Auf Hack oder so? Ja, mei. Passt. Speicher nicht vergessen, mal persönlich ist eine Weiterbildung rein. Jugend möchte ich gerade nicht besuchen, sonst fühlen sich die wieder gestalkt. Schauen wir mal ganz kurz, wann hat denn der Herr Walvorek eigentlich Geburtstag? Das hätte ich nämlich noch umstellen können, ne? Als ich mir den erstellt habe, hätte ich ja noch die Chance gehabt, da zu sagen, an einem anderen Tag Geburtstag. Aber ich habe irgendwie ein dämliches Datum, glaube ich, genommen bei dem. Wo steht's denn? 16 Jahre. Steht gar nicht da. Ja, großartig. Ja, wir werden einfach mal schauen, wann der 17 ist. 6,3 ist eine hohe Chance, dass der spielt, gerade weil ich auf RAS jetzt eh nicht die besten Leuchten habe, mit Dovedan und mit Schleunzi. Also kann er sich dann durchaus abwechseln mit Dovedan zum Beispiel, Schleunzi wird wahrscheinlich gehen. Gucken, vielleicht kriege ich da noch den einen oder anderen und dann natürlich schauen, ob irgendjemand, wer halt absteigt auch aus der ersten Liga, ob es da irgendwelche Ausstiegsklauseln gibt. Etc. Ich klicke mich nur mal ganz kurz durch, ob doch irgendwas meiner Aufmerksamkeit verlangt. Der Markreiter. Ja gut, red mal mit dir. Herr Georg Markreiter. Machen wir das. Sie sind völlig fertig, ja, dann machen wir eine chillige Woche. Kein Problem. Da sind wir chillig unterwegs, da können wir gar nichts. Geld anzulegen, um Zinsen zu erhalten. Ja, dann kann ich ja leider nicht entscheiden, wie viel Geld und zu welchem Zinssatz. Also lassen wir das erstmal. Aktive Erholung. Mannschaftskauf ist nicht richtig zugemacht. Uiuiui, die Stimmung im Team verschlechtert sich.
Sprechen. Persönliche Situation. Gute Besserung für deinen Schnupfen. Das lese ich ja gar nicht mehr vor. Abteilungsleiter verliert Kompetenz. Der Klassiker. Das gern auch noch patchen, lieber Herr Köhler. Kann nicht angehen, dass die Abteilungsleiter eigentlich nur Kompetenz und Fleiß verlieren, aber nie was gewinnen. Finde ich ein bisschen seltsam. Ein bisschen vielleicht. Handwerker und NFC. Gelbsperren gedroht, bedroht. Tim Handwerker. Aber für dich haben wir doch definitiv einen Ersatz. L-A-V. Love, 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 love. Love, love, love is all around. L-A-V. Unbehauen. Ja, sollte schon spielen. Sollte schon spielen. Nein, müssten die besten Leute spielen, weil es ist halt wirklich noch überhaupt nichts in trockenen Tüchern. Punkto Aufstieg. Baku, den habe ich aber schon länger nicht mehr. Spielen lassen. Linke Außen. Ach, links, natürlich. Ja, bring ich später. Ding Baku. Kann den Hack nicht draußen lassen. Becker Klimowitz, der sollte sich mal erholen. Er hat einen Mannschaftskoffer gedroppt und dann geht es ihm nicht ganz so gut. Adams und Tia 8579 wird da eigentlich irgendwie besser. Ne, ist völlig egal, wo ich was hinpacke. Offensiv 32, 23, ein bisschen mehr. Wir schauen uns mal an, ob die irgendwo eine besondere Schwäche haben. Eigentlich nicht. Manndeckung Adams auf jeden Fall den Herrn Klüger. Doch, schon. Zweikämpfe annehmen. Wir haben nichts zu verlieren. Ich will, dass ihr Spaß bei der Arbeit habt. Genau. Wir hauen die letzten Pünktlis raus da. Und auf geht's. Letztes Spiel des Tages. Haben wir eh schon wieder Überlänge, glaube ich. Sieht so lustig aus. Wie die von hier rüber passen und da und daher. Und als es dann zum Tor kommt, ist es komplett ungefährlich. Schön. Klimowitz Tor. Herzlichen Dank, Herr Klimowitz. Geil. Oh Mann, du bist so geil. Boah, das war knapp. Mendel, ist das nicht sogar ein Österreicher? Oder verwechsle ich den jetzt? Boah. Das war ein satter Schuss. Analyse zur Halbzeit, 45 sind gespielt, 45 kommen noch. Danke dafür. Auch hier fleißig am gelbe Karten verteilen. Diese Pässe. Köpft Klimowitz. Videoassistent.
Deutet zur Mitte. Yes. Yes, sir. Yes, sir, Mexikaner. Bäcker tauschen wir mal ganz kurz aus und dann können wir den Bomb reinhauen. Gabaku. Auf jeden Fall. Den mal wieder spielen lassen. Teuchi haben wir auch rein. Wie viel der Minute ist eigentlich? 73. Okay. Gut. Gar nicht. Könnte auch als Stürmer spielen. Wenn wir mal gar nichts mehr erreichen wollen. Sapai werde ich reinnehmen. Und den Pfeifer für Gio von mir aus. Auf geht's, Burm. Die letzten Minuten. Pfeifer, Sapai, Teuchert, alle eingewechselten. Baku. Abseits. Wow. Schauen wir mal. Kommt da noch was raus? In der 91. Minute. Bumm. Na, 93. Minute. Haben wir noch mal Spaß dran? Wollen wir noch mal was machen? Chimera. Teuchert. Köpft ihn durch. Gut, dann war's das. Dann war's das. Ja, Leute, das läuft ja richtig gut. Nürnberg, erster immer noch. 65 Punkte, 3 Punkte vor Hannover. Die bleiben uns aber auf den Fersen, haben gewonnen gegen Regensburg und Düsseldorf. Die scheinen sich zu retten. Heidenheim ist jetzt da unten drinnen. Das ist echt spannend bei denen da. Also Aue und Würzburg-Kickers, die haben schon verloren. Aber da ist es echt spannend. Genau. HSV nur unentschieden. Ja, geil gegen die KSC. Das ist ja super. Gloida Fürth hat gewonnen und Bochum hat verloren. Krass verloren. Und die haben das meiste. Nee, haben gewonnen, sorry. Deswegen, ja. Ich dachte schon verloren und habe das meiste Glück. ja, die haben gewonnen. Bleiben auf der 5. Darmstadt versucht noch irgendwie mitzunaschen durch den Sieg gegen die Würzburg Kickers. Ja, sie sind dabei. Also gute Form. Einer der wenigen eigentlich mit uns und dem zweiten, die hier kein rotes Ergebnis drinnen haben. Immer gewonnen und unentschieden. Abwechselnd. Versuchen noch alles, um irgendwie ranzukommen. Ja. Krass. Ja. Düsseldorf ist echt krass. Übel. Sprach der Dübel. Ja, Nürnberger bald Level Up. Auch schön. Klinkenmola. Ah, da muss ich vielleicht jetzt drauf aufpassen und den Mola vielleicht loben. Adams, 25%. Du lernst gerade was? Ach, Ausdauer. Ja, lern erstmal hier. Stellungsspiel. Neue Stufe 4 von einem Jugendspieler. Gut. Kader verbessern. You wish. Würde ich ja gerne, ne? Mitarbeiter rein, nee, irgendwen, den ich auch gerne fördere, der auch noch eine Zukunft bei mir hat. Machen wir den Bayer. Regeneration lernen als Trainingsschwerpunkt, okay. Also lernen, ja, ist okay. Und den Mola wollte ich auf jeden Fall loben. Clinton Mohler Gespräch vereinbaren, den loben wir mal. Dann werde ich wieder persönliches Weiterbildung machen und dann sage ich euch mal vielen Dank fürs Zuschauen. Dürfte eh wieder eine mega lange Folge gewesen sein. War sehr schön, war sehr erfolgreich auf jeden Fall. 3 Siege, das lief echt gut. Ich bin raus, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und dann geht's an den Schlusssprint. Schauen wir mal, ob wir die alle in der nächsten Folge hinkriegen. Auf jeden Fall. Naja, wird sich nicht ausgehen. Heidenheim, HSV, Bochum und Hannover. Ja, bleibt spannend. Bis zum nächsten Mal. Ciao.